Das KZ Buchenwald gehörte zu den größten und tödlichsten Konzentrationslagern des Deutschen Reiches. Mehr als 56.000 Menschen starben hier durch die unmenschlichen Bedingungen oder den Gräueltaten des Lagerpersonals. Karl Otto Koch war insgesamt 4 Jahre lang Lagerkommandant von Buchenwald und ist in dieser Position stellvertretend für den Tod von Zehntausenden Menschen verantwortlich gewesen. Der als äußerst gierig und korrupt beschriebene Koch nutzte seine Position dazu aus, sich maßlos an den Wertgegenständen der Inhaftierten zu bereichern und häufte dadurch sogar ein Millionenvermögen an. Hilfe bekam er dabei von seiner Ehefrau Ilse Koch, die später als die Hexe vom Buchenwald bekannt wurde, aufgrund zahlreicher, teils auch perverser Verbrechen an den Häftlingen. Koch war so korrupt und skrupellos, dass es sogar der SS zu viel wurde und der Lagerkommandant verhaftet sowie angeklagt wurde. Karl Otto Kochs Leben begann am 2. August 1897 als Sohn einer mittelständischen Familie in Darmstadt. Nach der schulischen Ausbildung absolvierte dieser eine Buchhalterlehre. Zu dieser Zeit tobte in Europa bereits der Erste Weltkrieg. Koch meldete sich im März 1916 freiwillig als Frontsoldat und wurde an der Westfront in Frankreich eingesetzt. Er geriet nach mehreren, teils schweren Gefechten in britische Kriegsgefangenschaft, aus welcher der spätere Lagerkommandant erst 1919 entlassen wurde. Koch arbeitete die nächsten 10 Jahre als Buchhalter, wobei bereits zu dieser Zeit eine hohe kriminelle Energie vorhanden ist. Ihm wurde nachgewiesen, sich an den Kassenbeständen mehrerer Unternehmen bereichert zu haben, wofür dieser aber kaum belangt wurde. 1930 wurde Koch jedoch aufgrund mehrerer Urkundenfälschungen und Unterschlagungen zu einer Haftstrafe verurteilt, verlor zudem seinen Buchhalterjob. Wie viele andere Arbeitslose seiner Zeit war der spätere Lagerkommandant empfänglich für die Versprechungen Hitlers und trat im März 1931 der NSDAP sowie einige Monate später der SS bei. Als Kriegsveteran fungierte Koch innerhalb der SS als Ausbilder und übernahm Mitte 1933 das Kommando eines SS-Totenkopfverbandes. Die Totenkopfverbände waren eine Spezialeinheit der SS, deren primärer Zweck die Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung von Juden und anderen nicht akzeptierten Minderheiten sowie später der Internierung von Kriegsgefangenen war. Die Einheiten galten als äußerst brutal und skrupellos und unterschieden sich äußerlich durch einen silbernen Totenkopf auf dem rechten Kragenspiegel von den anderen SS-Truppen. Ab 1934 übernahm Karl Otto Koch die Kommandantur kleinerer, früher Konzentrationslager, wie dem KZ Sachsenburg oder auch kurzzeitig im KZ Esterwegen. Bereits kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ordnete Hitler den Bau der ersten Konzentrationslager an, in denen zunächst noch vergleichsweise wenige Insassen interniert waren. Mit der zunehmenden Anzahl an aus der Sicht der Nazis unerwünschten Personen wurde das Konzentrationslagersystem zwischen 1935 und 1937 reorganisiert. Die kleineren Lager wurden aufgelöst. Stattdessen sollten fortan wenige, aber dafür große Lagerkomplexe zur Internierung dienen. Nachdem sich Koch 2 Jahre lang in diversen kleineren Konzentrationslagern bewährt hatte, wurde dieser im Juli 1936 zum Kommandanten des neu errichteten KZ Sachsenhausen ernannt. Sachsenhausen galt unter den Nationalsozialisten als Vorzeigelager, nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur Hauptstadt Berlin, und sollte der breiten Bevölkerung eine heile Welt innerhalb der Konzentrationslager vorgaukeln, in denen es ordentlich sowie gesittet vorgeht. Tatsächlich standen hier aber bereits in der Anfangszeit Morde sowie Misshandlungen an der Tagesordnung. In Sachsenhausen wurden Methoden zur effizienten Tötung von Gefangenen erprobt, beispielsweise durch Genickschussanlagen. Im Juli 1937 wurde Karl Otto Koch ins neu errichtete KZ Buchenwald versetzt, in welchem dieser mehr als 4 Jahre lang als Lagerkommandant tätig sein sollte. Er bezog zusammen mit Ilse Koch, die dieser bereits 3 Jahre zuvor kennengelernt und wenige Monate vom Dienstantritt im Buchenwald geheiratet hatte, eine prunkvolle Villa direkt neben dem Lager. Das KZ Buchenwald
wurde unter Kochs Führung kontinuierlich ausgebaut und gehörte bis Kriegsende zu den größten sowie tödlichsten Konzentrationslagern des Deutschen Reiches. Von den insgesamt ca. 278.000 inhaftierten Menschen kamen ca. 56.000 durch die miserablen Lebensbedingungen, Exekutionen oder Gräueltaten des Lagerpersonals ums Leben. Nach dem Einmarsch in die Sowjetunion 1941 wurden tausende sowjetische Kriegsgefangene eingewiesen und über die Monate gezielt durch getarnte Genickschussanlagen getötet. Ab 1942 wurden im Lager grauenvolle medizinische Experimente an den Häftlingen durchgeführt, welche dabei meist qualvoll starben. Beispielsweise wurden diese mit Krankheiten infiziert, um mögliche Impfstoffe zu testen, oder mit Brandbomben entstellt, um optimale Behandlungen auszuarbeiten. Da die Häftlinge auf engstem Raum lebten, breiteten sich Krankheiten besonders schnell aus, wodurch im Lager immer wieder schwere Typhusepidemien ausbrachen, bei denen viele Häftlinge ums Leben kamen. Insassen, die aus der Sicht der Aufseher gegen die Lagerordnung verstießen, wurden in den sogenannten Bunker eingesperrt, einem Flügel aus insgesamt 26 winzigen, 3 Quadratmeter großen Zellen, die bei Bedarf komplett verdunkelt oder ohne Liege- und Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden konnten. Im Bunker wurden die Inhaftierten meist willkürlich schwer gefoltert oder brutal ermordet. Beispielsweise wurden die Inhaftierten erdrosselt, mit Gegenständen erschlagen oder mittels Giftinjektionen umgebracht. Karl Otto Kochs Frau Ilse hatte eine perfide Vorliebe dafür, Häftlinge wegen angeblichen Regelverstößen bei den Aufsehern zu melden, welche daraufhin in den Bunker gesperrt und gefoltert sowie schlimmstenfalls einfach direkt ermordet wurden. Zeugen berichteten davon, dass Ilse Koch leicht bekleidet am Zaun des KZ entlang ging, um die Aufmerksamkeit der Insassen zu erwecken. Falls die Häftlinge die Frau des Kommandanten auch nur kurz ansahen, wurden diese bei den Aufsehern wegen unsittlichen Verhaltens gemeldet, was drakonische Strafen zur Folge hatte. Als Lagerkommandant war Karl Otto Koch stellvertretend für die im Buchenwald begangenen Verbrechen verantwortlich, wobei der Lagerkommandant während seiner gesamten Zeit im Lager vorrangig das Ziel hatte, sich selbst zu bereichern. So schaffte er gemeinsam mit seiner Frau kontinuierlich Geld sowie Wertgegenstände zur Seite, die den Häftlingen vorab genommen wurden und eigentlich per Gesetz dem NS-Staat zustanden. Mitte 1943 lagen auf ihren Bankkonten 70.000 Reichsmark, was umgerechnet auf heutige Werte mehr als 1 Million Euro entspricht, womit sich der höchst korrupte Koch insbesondere in Anbetracht der harten Kriegszeiten ein großes Vermögen aufbauen konnte. Um dabei nicht aufzufliegen, griff der Lagerkommandant unter anderem auf drastische Maßnahmen zurück und ließ beispielsweise Insassen ermorden, falls diese Zeuge einer seiner korrupten Aktionen wurden oder zumindest Kenntnis über diese hatten. So befahl Koch die Exekution des bekannten KPD-Politikers und Widerstandskämpfers Walter Krämer, der durch im Selbststudium erlangte medizinische Kenntnisse vielen Kranken sowie verletzten Inhaftierten das Leben rettete. Krämer musste Koch, der an der Geschlechtskrankheit Syphilis litt, behandeln und erlangte während dieser Zeit umfangreiches Wissen über die kriminellen Machenschaften des Lagerkommandanten. Dieser ließ den Inhaftierten am 6. November 1941 in einer Sandgrube erschießen, wobei offiziell vermerkt wurde, dass Krämer auf der Flucht erschossen wurde. Dieser Mord sollte Karl Otto Koch später zum Verhängnis werden. Zur gleichen Zeit begannen Ermittlungen gegen den Lagerkommandanten, infolgedessen dieser verhaftet sowie interniert wurde. Heinrich Himmler persönlich ordnete jedoch die Freilassung Kochs an und versetzte diesen ins Konzentrationslager Majdanek, wo er erneut zum Lagerkommandanten ernannt wurde. Als Koch seinen Dienst in Majdanek antrat, befand sich dieses noch zum großen Teil im Aufbau, wobei die Bauarbeiten unter katastrophalen Bedingungen durch tausende sowjetische Kriegsgefangene durchgeführt werden mussten, wobei ausnahmslos alle ums Leben kamen. Anfang 1942
wurden unter Kochs Leitung Massenhinrichtungen durchgeführt, denen im Rahmen des systematischen Holocaust tausende Juden zum Opfer fielen. Zu dieser Zeit erfüllte Majdanek die Funktionen eines Vernichtungslagers, in welches die Gefangenen zur bloßen Ermordung deportiert wurden. Während seiner Zeit in Majdanek wurden die Untersuchungen gegen Koch insgeheim weitergeführt, wobei die Ermittler auf die Akte von Walter Krämer stießen und Zweifel an der angeblichen Flucht des Häftlings aufkamen. Nach weiteren Befragungen der Aufseher, aber auch Insassen von Buchenwald, wurden die neuen erdrückenden Beweise an Himmler geschickt, der nun eine Anklage gegen Koch sowie seine Ehefrau Ilse gestattete. Karl Otto sowie Ilse Koch wurden am 24. August 1943 aufgrund des Vorwurfs der Korruption sowie des Mordes an drei Häftlingen verhaftet. Bei einer anschließenden Untersuchung der Unterkunft der Kochs wurden zudem hohe Geldbeträge sowie Schmuck und Zahngold von ermordeten Häftlingen aufgefunden. Karl Otto Koch wurde im Dezember 1944 zum Tode verurteilt. Seiner Ehefrau Ilse konnte nichts nachgewiesen werden, wodurch diese freigesprochen wurde. Kurz vorm Kriegsende wurde Karl Otto Koch am 5. April 1945 durch ein Erschießungskommando erschossen. Ironischerweise fand die Hinrichtung im KZ Buchenwald statt, dem Lager, in dem dieser jahrelang für Terror unter den Inhaftierten gesorgt hatte. Ilse Koch wurde nach dem Krieg für ihre zahlreichen im Buchenwald begangenen Verbrechen angeklagt und am 15. Januar 1951 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Frau des Lagerkommandanten erhängte sich am 2. September 1967 in ihrer Zelle. Mit Ilse und Karl Otto Koch hatten sich zwei absolut skrupellose und habgierige Menschen gefunden, die nicht nur für die Misshandlung und Ermordung von tausenden Menschen verantwortlich waren, sondern sich zusätzlich maßlos an diesem bereicherten. Es ist wohl ein Zeichen für sich, wenn sogar die als erbarmungslos geltende SS gegen einen ermittelt und ein Lagerkommandant zum Tode verurteilen und hinrichten lässt. Beide bekamen den Hals nicht voll und bezahlten am Ende mit dem höchsten Preis.